So, moin moin. Ich zeige euch hier jetzt mal den Acer Aspire 5750G. Er besitzt einen i5 2410M mit einer Nvidia GT540 und 8 GB RAM auf je zwei Sockeln mit je 4 GB verteilt mit einer Western Digital 640 GB Festplatte. Ja, jeglichen Schnickschnack außer Bluetooth brauche ich nicht und bin auch froh darüber. Also mehr Stromverbrauch, ne? Ist zwar nicht viel, aber ja. Das Display ist ja, es reicht zum Chatten und ein bisschen zocken, aber Qualität sollte man da nicht erwarten. Man sieht die Pixel auch bei 50 cm Entfernung und die Farben sind sehr verblasst, verwaschen. Also man sieht da schon irgendwie so, da hat man übelst gespart am Display. Reicht völlig aus, ist extrem hell und ja. Schön ist auch noch die Webcam integriert ist. Die hat eine HD-Funktion und ein Mikro. Ich glaube, das seht ihr hier, so ein kleines Löchchen. Ne? Man sollte die HD-Funktion nicht nutzen, also sprich die Auflösung erhöhen, weil dann fängt es an zu lecken. Lasst das ruhig auf VGA und dann ist es schön flüssig und das Bild ist wirklich schön klar. Und das Mikrofon kann man nicht meckern, reicht völlig aus, um zu chatten und auch ab und zu mal für einen Schwatz im Teamspeak. Ja. Der Klavierlack ist halt blöde, der zerkratzt sehr, sehr schnell. Bei zwei, dreimal mit dem Mikrofaser drüber ist der einfach zerkratzt und sieht nicht mehr schön aus. Da hätten Sie schon irgendwas anderes machen können. Zum Gehäuse. Es ist so ein relativ sehr dickes Plastik, porös und sehr gut zum ja, Schreiben oder Spielen. Man hat eine sehr gute Auflage, ne? Also greift schön. Und ja, es ist schön bündig, also alles aus einem Stück das Teil, also nur bis hierhin. Und schön ist noch beim Touchpad, ich habe einen anderen Acer schon gesehen, die hatten hier so einen Ausschnitt vom Touchpad und dann so einen Kleber drauf und das war. Da kann man irgendwann mal so drunter und dann hast du Kleber an der Hand und bah. Hier ist schön ein Stück. Und ja, kann es auch gut reinigen. Ja, an und für sich das Touchpad nicht schlecht. Die Tastatur ist ein bisschen kloppig. Reicht völlig aus, um ein bisschen rumzutackern, aber zum Zocken ist so die Grenze erreicht. Weil manchmal reagieren die Tasten nicht richtig, wenn man nicht richtig durchdrückt und man hört es vielleicht, ne, es klappert so. Ne? Also ein bisschen, aber es reicht völlig aus, ist eine sehr gute Tastatur, habe schon anderen Kack von Sony Vaio gesehen, da sind die Tasten abgefallen und ja, sind sehr stabil, kann man sagen. Ja, zu den Futures halt noch so ein paar Lämpchen hier. Dann kann ich das fokussieren. So, hier Strom, dann nebenan ist der Akku, ne? Und ob er geladen wird oder halt, wenn er geladen wird, hier ist er blau und wenn er nicht geladen wird, fängt er an zu. So, piep und dann so ein kleiner Stromsparmodus. Eigentlich sollte er leuchten. So, ja, die Festplatte leuchtet und nebenan halt das WLAN. So, der Card Reader an und für sich kann man gebrauchen. Ich zum Beispiel habe drin eine SD-Card von Transcend, so wie das Teil heißt, 16 GB, Klasse 10. Das nutze ich dann so als Ready Boost. Das ist sehr nützlich beim Starten vom Laptop und so, ist ein bisschen verschneller. Man hat dann so 10 Sekunden mehr und je nachdem beim Kopieren und Bearbeiten von Videos hast du halt ein bisschen mehr Buffer. Es ist kein Arbeitsspeicher, aber du hast so einen, für die großen Systemdateien so einen kleinen Buffer. Ja, zu den Anschlüssen. Rechts, oder warte mal, zuerst mal zum DVD. Das ist noch so ein Kritikpunkt. Das Ding, also hier das DVD-Schacht, das ist übelst am Klappern. Das hat ein sehr blödes Spiel. Also, wenn man hier zieht, hat man 2 bis 3 mm Spiel und das ist nicht richtig anliegend. Also, das ist wirklich scheiße verbaut. Also, wieso haben sie hier gespart? Das ist einfach nur billig. Also es geht zum Brennen, DVD gucken ist zwar ein bisschen laut, aber hier ist irgendwie, kommt man schon mal dran, brecht man das Scheißding auch ab.
Die Anschlüsse USB 3.0 brauche ich selber noch nicht, aber vielleicht irgendwann. USB 2.0, hier hast du noch einen Kensington Lock, oder wie das Ding heißt, falls du deinen Laptop mal unterwegs oder weiß Gott wo irgendwo abschließen möchtest, weiß Gott was. Dann auf der linken Seite, so, haben wir zuerst mal Kopfhörer, Mikrofon, USB 2.0, HDMI, VGA, Lüfter und hier noch ein LAN-Anschluss und das Netzteil, also die Buchse. Blöd ist halt nur, ich habe mir jetzt halt eine Wireless Maus, also eine Funkmaus organisiert mit einem Nanostick. Wenn man Rechtshändler ist, muss man das ganze Kackkabel hier rundherum nehmen. Rechts ist halt blöd, das steht im Weg. Das hätten sie irgendwie schlauer lösen können, nach hinten oder so. Blöd ist auch noch der Netzanschluss. Der ist ganz schön am Wackeln. Also das Ding ist mal gar nicht so schlau hingebastelt. Blöd ist auch die Verbiegung. Beim Tosch ist mir hier drin schon so ein paar Kerbchen abgebrochen und dann ging das Netzteil nicht mehr, musste einschicken. Und blöd ist halt, wenn man hinten links jetzt, oder, das Kabel, das Netzteil hat, muss das hier an der Seite vorgeführt sein und das kommt dann an den Lüfter. Und der wird schnell mal 80 Grad warm. Und auch wenn man anfasst, das tut weh, ne? Und blöd ist halt bei dem Kabel, wenn man es immer wieder verbiegt, ey, dann nutzt das ab und irgendwann ist das Netzteil durch. Gut, ich habe jetzt 5 Jahre Garantie, wenn das Kackding kaputt ist, schicke ich es einfach ein und dann ist Geschichte, oder? Nur halt blöd. Ja. Gut. Ja, was kann man sonst noch sagen? Der Akku, wenn man jetzt mit dem Akku auf Minimum-Display-Helligkeit herumsurft, dann ja, was kann man sagen? 5-6 Stunden sind gut möglich, wenn überhaupt. Und man kann dann auch YouTube-Videos angucken und so. Da muss man einfach gucken, dass man dann die Nvidia-Grafikkarte beim Firefox nicht zusätzlich für die Flash-HD-Wiedergabe nutzt. Da kann man ruhig die interne Graka beim Prozessor nehmen. Dann hast du auch einen schönen langen Akku. Wenn du alles vollstellst, WLAN aus und DVD guckst, hast du da 2,5, 3 Stunden circa. Das ist auch ganz schön. Ja. Die Leistung kann man jetzt mal sagen. Ja, was will man sagen? Ist halt ein Zweikernprozessor mit 4 Threads und man kann sehr gut codieren und ja, zocken ist relativ möglich. Crysis kann ich jetzt auf extrem zocken, einfach alles ausschalten, Schatten, Anti-Aliasing und das ganze Geschwafel, aber die Qualität reicht alle Male, um zu zocken. Minecraft läuft sehr flüssig, ne? Ist halt nicht gerade ein anspruchsvolles Spiel. Ja. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir unten hin ins YouTube. Ich kann es euch gerne mal noch beantworten. Und ja. Tschüss, ne?